guten Morgen. Es ist nun mal, wie es ist. Um ihre Macht zu halten, brüzen sie auf dich und uns um mich. Sie schreiben uns die Spiegelbild einfach so. Völlig dreist einfach so ins Gesicht. Und das Perfide daran ist, dass diese Diffamierung für sie dann auch als Ausweg in Ordnung geht. Und nenne ich schon wieder diese Geisterkinder, nicht nur Homo und Xenophobie nutzen sie. Heute bezeichnen sie uns auch schon als Leugner, wo ich doch eigentlich nur anderer Meinung bin. Sie schreien, sie folgen der Wissenschaft. Doch wissen sie auch überhaupt, was echtes Wissen eigentlich wirklich schafft? Das Problem ist doch, dass sie ätzen, indem sie mit Projektion ihr Gegenüber von vornherein einfach schon mal gleich ganz, ganz, ganz weit ausgrenzen. Sie diskriminieren halbe und sogar ganze Gesellschaften und missbrauchen mittlerweile auch den Sport für sich als ihre geweihten politischen Herrschaften. Weil cool finde ich das nicht, schon gar nicht, weil sie dabei mittlerweile auch schon wieder so verflucht, aggressiv vorgehen. Der einzige Sinn und Zweck solcher Übung besteht doch darin, die eigene Macht zu verfestigen. Wenn wir es zulassen, würden sie dafür in 10 Jahren auch wieder über Leichen gehen. Und wenn sie mit dem nackten Finger auf andere zeigen, bemerken sie nicht die 4 Finger, die auf sich selber zeigen. Doch das darf auch nicht das Ziel ihrer Übung sein, denn das Propaganda und Machterhalt kennt keine Fügung. Nein. Sie machen uns unsere Menschen am liebsten zu Feinden und Propaganda und Propertia, ja, die Feindbilder, die sie uns aufzeichnen. Sag mir, was glauben sie damit zu erreichen? Und ja klar, auch ich mache mir Sorgen, doch dann fällt mir immer wieder ein. Mir fällt ein. Oh. Wir sind hier in der Mehrheit und Geschichte besteht aus fließenden Zeitern. Wir, die Leute, wollen, was wir uns wollen, aufziehen, einfach so ganz und gar nicht haben. Schau dich mal um, ich frag dich, ist sowas okay? Weil ich sag nein. Kinder in den Lockstuhl da und maskierte Propaganda in der Stadtbahn. Polizisten und Soldaten, die Krankenpfleger wollen und tun sie wirklich rausschmeißen, wenn sie sich ihre Spritzen nicht in den Arm jagen. Ich glaube, ich spinne, wo wollt ihr denn hin? Diese Leute merken es, glaube ich, einfach nicht. Blendet sie die Macht? Oder können es auch viele einfach nur nicht wahrhaben, dass ihr Spielzeug hier nun endet? Ich im Schach sagt man matt. Make way for a people's god. Macht endlich Platz. Haut ab. Haut ab. Denn eine Gemeinschaft ohne Luft zum Atmen wird entweder langsam dahin siechen oder Gott behüte, brutal ihre Ketten sprengen den Reiß im Fluss. Nennen sie wieder gewalttätig. Doch was mit dem Fluss wird das hineindenken? Sagt, seht ihr das schon wieder nicht? Und wisst ihr auch immer nicht, was ist denn passiert? Ihr provoziert die Geschichte, wie verantwortungsbefreit und dumm kann man sein? Ihr seid geblendet von eurem Glauben und verwandelt euch von aller Augen in die Kirchen Inquisitores. Haut endlich ab, haut ab! Wir sind hier und heute im 21. Jahrhundert und ihr verhaltet euch wie dieses Geist aus der Vergangenheit. Und das finde ich ganz und gar nicht gut, ihr verlernt gerade schon wieder. Merkt das für euch, die historische Konstante, die Stärke liegt in Zahlen. Ja. Yeah. Und das finde ich so nicht mehr so schön. Denn die föderale Demokratie trage ich tief in meinem Herzen und es schmerzt mich, wenn ich sehe, wie sie unsere Errungenschaften heute auch schon wieder erneut versuchen zu Grabe zu tragen. Mit solchen bin ich nicht einverstanden, mit ihnen marschieren werde ich nicht, obwohl ich ein Freund des Fortschritts komme und mit dem freiheitlich-demokratischen Föderalismus dieser Republik bin. Und ich bin hier noch in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der Diskurs und das konträre Meinungsbild die Pflicht eines jeden guten Bürgers war. Doch sie versuchen nun diese Tugend aller Sein zu einem moralischen Verbrechen zu machen, da bin ich nicht dabei. Halt die Schnauze, fress unsere Propaganda, ist das euer Ernst? Seht ihr wirklich seelisch schon so verkümmert, dass ihr werdet, wogegen ihr eins wart? Eure Entscheidung, doch die Geschichte lernt. Wir hier, wir bleiben. Wir hier, wir bleiben.